Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Redstone Farm zusammen mit Janus. Ja, hallo Leute, auch von mir. Und ihr solltet wissen, dass das, was ihr gerade gehört habt, extremst fortschrittlich ist, denn Janus war in einem Video von mir zu hören. Ja, das sage ich mit Absicht, denn die letzte Aufnahme war eine sehr lange Aufnahme, sogar mit Facecam und allem Pipapo, konnte ich aber löschen, weil Janus Tonspur nicht mit aufgenommen wurde. Meine Schuld. Mann. Und wir haben so viel gebaut, das war nämlich die Livestream-Recap, beziehungsweise Zusammenfassungsfolge, was hier alles so entstanden ist. Ich glaube, den Livestream solltet ihr natürlich bis jetzt schon mal gesehen haben bei The Joecraft auf dem Channel. Und wir haben auch zwischen dem Livestream und jetzt einiges gebaut. Zum Beispiel hier oben einmal die Creeper-Farm, die man hier jetzt schon sehen kann. Die sollte nachher auch soweit funktionieren. Das hatten wir vorhin schon getestet. Wir können die demonstrieren. Achtung, ich schalte jetzt mal wieder Peaceful an und dann sehen wir, wie gut diese Creeper-Farm ist. Zack, da droppen schon die ersten Creepers. Da die nächsten Creeper droppen und so weiter und so fort. Zack, zack, zack. Und das also ist auf jeden Fall ausreichend für das Modul hier, sagen wir so. Wir sollten bloß darauf achten, dass wir die nächste Monsterfarm, die wir bauen, die ein- und ausschaltbar machen. Hier müssen wir eventuell mal gucken, ob wir das noch irgendwie ändern können, sodass wir dann, wenn wir mehrere Mob-Farms haben, wir sozusagen zwischen denen hin und her switchen können. Und in 1.13.1, die wir jetzt noch haben, weil halt noch nicht alles auf die 1.13.2 funktioniert, ist das Mob-Spawning sowieso noch ein bisschen broken. Ich denke mal, dass es wesentlich noch effizienter wird, wenn das umgestellt ist. Ja. Und vor allem, es wird deutlich weniger Lags geben. Auf jeden Fall. Das ist auch ein ganz wichtiges Argument. Willst du jetzt die erste Ebene entfernen? Ich würde die erste Ebene tatsächlich entfernen, richtig. Und ich würde die Seiten aber noch lassen. Die Seiten lasse ich noch, aber ich gucke mal gerade, wo ich ansetze. Das sollte da eigentlich gut passen. Bis dahin setze ich an, also von hier. So, du müsstest mir irgendwie jetzt etwas möglich machen, dass die ganzen Creeper an einer Stelle zusammenkommen. Und zwar, warte, ich zeig dir gleich genau, wie ich mir das vorstelle. So, wir machen jetzt Delete. Außerdem wurde noch etwas von euch vorgeschlagen, was eine sehr, sehr, sehr kluge Idee ist. Also danke für die Idee. Und zwar das ganze gepackte Eis hier mit Blue Ice zu ersetzen. Und das machen wir jetzt auch mal selbstverständlich. Ich glaube, das war auch der häufigste Kommentar unter den letzten Videos. Es ist tatsächlich viel, viel schneller. So, markiere ich mal die Fläche hier, was ich jetzt mache. Ich mit meinen Bling Edit Skills aus. Genau, es gibt noch ein schönes Optimizing, was Seth, wir haben die neueste Version installiert von Bling Edit. Trotzdem funktioniert jetzt das Pattern zwar noch nicht, aber ist nicht schlimm. Ja, okay, ich muss mich eben konzentrieren. Packed Ice. So, und genau, das ist richtig krass. Mal kurz. Blue Ice. Perfekt. So, wie hießen diese Blöcke nochmal, die wir außen drum gemacht haben? Stone Blocks oder? Smooth Stone. Pass auf, du kannst, wenn du auf Fill drückst, ja? Sag ich dir mal gleich, wie das wieder macht. Drück mal auf Fill, hast du? Warte, ich fülle es jetzt einmal kurz auf. Ja. Ach so, schade. Weil es gibt eine Vereinfachung bei Bling Edit. Wenn du etwas auswählst, dann kannst du, das zeige ich jetzt mal eben ganz kurz, also du hast was ausgewählt, ne? Dann kannst du auf Fill drücken und dann kannst du dieses Use/Z-Block, hat er ja im Chat geschrieben. Wenn du das anklickst, wird dir sofort das alles im Chat geschrieben. Das heißt, du musst jetzt nur noch den Block eingeben. Ah, okay. Das heißt, du kannst dieses graue Use-Z-Block einmal anklicken mit der Maus und dann wird dir genau das in den Chat gesetzt. Perfekt. Das ist richtig praktisch. Mhm. Und ich zeige dir auch mal was Praktisches. Guck mal, wie viele Mobs hier spawnen und auch Quits spawnen hier drin. Das ist nämlich auch eine Änderung, die wir zwischen den letzten Versionen gemacht haben. Wir haben das Biom geändert, in dem wir sind. Wir sind nicht mehr in The Void. Das hat nämlich bei uns Probleme beim Mob-Spawning verursacht. Beziehungsweise, ich wusste es nicht, du wusstest es, glaube ich, auch nicht, dass im The Void-Biom überhaupt natürlich keinerlei Mobs auf natürliche Weise spawnen können. Dementsprechend haben wir jetzt das Biom dieser Farm zum Warm-Ocean-Biom geändert, dass wir in Zukunft hier theoretisch eine Fischfarm oder ähnliches bauen können. Yes. Und ihr seht, wir haben auch hier Squids zum Beispiel schon am Spawn. Apropos Spawn, wir müssen unbedingt nochmal gucken, dass wir die Techniken so bauen, dass, also du sagst auf Redstone spawnen die nicht, ne? Aber trotzdem müssen wir mal so ein bisschen gucken, weil hier und da sehe ich Mob Spawn. Gut, dass hier Mob Spawn ist klar auf dieser Fläche hier, da habe ich ja noch gar nichts gebaut. Ja, guck mal, wie viele da spawnen. Ja, das ist schon ein bisschen extrem. Müssen wir ab und zu mal Reset machen. Wir sollten unbedingt nochmal jetzt gucken, dass wir genau das verhindern, dass hier irgendwo Mobs spawnen, wo sie nicht zu spawnen haben. Ja. An der Oberfläche werden, würde ich sagen, würden wir es lassen, theoretisch. Weil dann lassen wir nur Tageslicht. Hier vorne zum Beispiel, hier in der Redstone-Technik. Du kannst das auch Mob-Spawning auch erstmal kurz wieder ausschalten. Jo, ich schalte das wieder aus, gute Idee. So. Du müsstest hier bloß sagen, wenn ich hier jetzt einen Block hinsetze, guck mal. Warte. Wenn du dich zu mir einmal teleportierst. Klar. Hier wird zum Beispiel das Spawn verhindert werden von was auf dem Sand ist. Ja, sonst lass uns doch einfach hier Seelaternen hinsetzen. Ich glaube, das wird es leichter machen. Einfach ein bisschen Licht schaffen. Ich weiß bloß nicht,
Ah, genau, es sind keine kompletten Blöcke, also das updatet nicht jetzt hier das Redstone, ne? Ja, deshalb, aber die andere Sachen, ja, da kommt aber gleich noch ein bisschen was hin. Hier und da müssen wir noch ein bisschen was hinsetzen. Ihr seht, ich habe hier überall schon hingeleuchtet. Also eigentlich sind wir recht gut mit dem Leuchten. Also, glaube ich Ja, zumindest. hier setze ich auch nochmal zwei hin, dass sie drauf nichts spawnen. Aber wir lassen es jetzt erstmal ausgeschaltet. Es ging uns jetzt primär auch erstmal darum, kurz zu demonstrieren, dass die Farm hier überhaupt läuft, so wie wir uns das gedacht haben. Das tut die. Und ja, wir müssen auf jeden Fall beachten, dass wir das in Zukunft irgendwie optimieren, beziehungsweise direkt darauf achten, wenn wir bauen, dass sie keinerlei anderen Mobs spawnen können. Tun wir, kriegen wir es hin, ohne Probleme. Das Einzige, was halt meiner Meinung nach ein bisschen störend ist, dass man jetzt hier natürlich super viele Fledermäuse hat und zum Beispiel hier ein Oktopus in deinem Fahrstuhl. Oh. Ja, gut, da muss man auch mit leben. Muss halt aufpassen, dass wenn die und Fische spawnen natürlich auch drin. Guck mal, dann haben Wo? wir direkt ein Aquarium mit drin. Komm mal zu mir. Oh. Warte, Moment, funktioniert denn der Fahrstuhl jetzt noch Das ist die überhaupt? Frage. Ich glaube, das Minecart kann nicht mehr frei hoch und runter fahren, weil das irgendein Mob aufnimmt. Oh, es wird aufgehalten tatsächlich vom Mob. Die Frage ist, inwieweit dies die Funktion des Aufzugs beeinflusst. Sonst werden wir nochmal tricksen Und und das Biom noch mal ändern. nee, das Biom nur bei dem Fahrstuhl zu ändern. Ja, das ist nicht gut. Ja, das heißt, hier müssen wir ein bisschen rumprobieren. Eventuell machen wir das Biom dann tatsächlich nur da, wo die Farm ist, würde ich Ja. sagen. Also wo die Fischfarm sein wird. Den Rest, wir ändern das ganze Biom hier wieder zu hier der klassischen Grasfläche. Und Jo. dann würde ich sagen, mache ich da, wo die Farm ist. Ich werde die Fischfarm dann, denke ich mal, guck mal, hier in die Ecke bauen. Da weiß ich nämlich, dass wir nichts großartig anderes gefährden werden. Kannst du den Boden einmal. Oh, weißt du was? Wir machen mal Folgendes, liebe Leute. Ich zeige euch jetzt mal, wie das geht mit dem Biom ändern. Ich mache jetzt mal, Entschuldigung, das ist jetzt Stack Overflow. Nein, nein, nein. In Wirklichkeit habe ich gerade nur den Server gestoppt mit Slash Stop. Was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ich wähle hier eine andere Serverdatei aus. Das können wir live 4K machen. Das ist kein Problem. So. Der Server startet schon wieder. Wenn du magst, kannst du eben mit draufgehen, Janus. Ja, warte. Muss natürlich aufpassen, dass nicht die IP oder sowas gezeigt wird. Ach so. Bei mir, also selbst wenn, da ist eine Whitelist drauf. Aber nein, das hat man hier nicht gesehen bei mir. So, Server startet gerade noch. Jetzt haben wir gerade einen Spiked-Server, sprich einen manipulierten Plugin-Server, auf dem Worldedit läuft. Und was ich jetzt mache, ist Folgendes. Wir setzen mal eben das Biom hier zurück auf Plains, würde ich sagen, ne? Genau, mach alles Plains und das Wasserbiom, Warm Ocean Biom, machen wir dann erst, wenn ich die Fischfarm aufbaue. Und da mache ich dann hier nochmal alles mit Z-Biome. Müsst gleich ändert sich auch die Textur. So, Biom wurde geändert. Wir sehen, das Wasser ist jetzt hier noch wunderschön hell. Wenn ich jetzt hier Das wird beim ein. nächsten Ja, genau, Update beim der Fall. nächsten Login ist das Wasser wieder dunkel. So, das habe ich jetzt geändert. Also, das Biom ist jetzt wieder. Boah, guck, die sind wirklich schnell, diese Blaueisstraßen. Unglaublich. Das habe ich jetzt geändert. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur mal die ganzen Fischis hier töten. Du kannst einmal gleich die Entities. Ah, ne, Wie dann heißen gehen die wir auf die Fische? anderen Sachen. Diese neuen Fische, haben die einen Namen nochmal? Ja, alle einzelnen Namen. Alle haben eigenen Namen. Aber Linie. die bunten hier, die heißen noch Tropical Fish, oder? Ja, Tropical Fish. Super, dann haben wir sie jetzt. Dann haben wir noch ein Das war's. Mehr hat hier nicht Pufferfisch. gespawnt. Achso, die Nee. Pufferfisch ist noch drin. Ja. Gut, den auch nochmal ganz kurz. Pufferfisch, wunderbar. Und dann Squids auch. Habe ich schon. Gut, perfekt. Dann sollten wir jetzt erstmal clear sein. Und das heißt, wir können jetzt wieder Ja, zurück. warte mal, bevor wir zurückgehen, weil ich würde ganz gerne nicht immer hin und her switchen. Wo wollten wir die Farben bauen, die? Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich bin mit dem Designer. Ich habe mir noch kein finales Design ausgesucht. Lass uns das am besten mal zwischen den Folgen machen. Wir können ja mal schon mal anplanen, dass wir hier diese Ecke hier nehmen. Dann Ja. würde ich mal diesen gesamten Chunk hier in der Ecke markieren. Und ich mache mal den Boden, mache ich mal Z-C-Laterne. So. Ah, C-Laterne, meine Güte. Gibt's nicht. C-Laterne. Gibt es nicht. Silenten. Ach, Lantern. Oh mein Ja. Gott. Perfekt. Reicht das von der Fläche? Ja, auf jeden Fall sollte reichen. Ja? Gut, dann machen wir hier an dieser Stelle auch nochmal einen Z-Block. Z-Biom und deshalb machen wir, dann machen wir Warm-Ocean. Und jetzt haben wir in diesem Bereich haben wir jetzt Warm Ocean. Und das war's. Jetzt stoppen wir den Server und gehen wieder zurück in die Vanilla-Version, denn wir wollen ja hier alles Vanilla machen. Nicht mit Plugins oder Rumtricks und so. Das sind jetzt nur ein paar Sachen der Weltbiomen. Wenn jetzt einige von euch sagen, ja, Moment, das ist jetzt alles getrickst hier, was wir gemacht haben. Ah.
Entschuldigung. Es könnte theoretisch so auf diese Art und Weise ja auch im Richtig. Survival da sein, dass du irgendwie eine Stelle hast, wo Land auf Wasser trifft. Genau. Jetzt habe ich schon wieder die falsche Serverdatei ausgewählt. Vanilla 1.13. Speichern. 1.13.1. 1.1.1. Okay, selbstverständlich. So, Server fährt hoch. Perfekt. So, Und und dann ist online. perfekt. Und komme ich drauf. Da kann man sich das auch mal anschauen. Hier mit dem F3-Screen, du siehst es. Jetzt machen wir kurz den kleinen Test, ob das wirklich geklappt hat. Hier ist das Wasser blau. Und wenn das Wasser jetzt hier reinläuft, müsste es hell werden. Ja, ihr seht, funktioniert. Das Wasser wird dort hell. Perfekt. Jetzt in diesem Bereich hell und im rechten Bereich blau. Also damit haben wir den Test gemacht. Unser Biom funktioniert. Das Ist doch heißt, hier richtig. sollten wir sowohl Squids nachher spawnen lassen können, als auch eine Fischfarm bauen, die uns dann zum Beispiel mit Knochenmehl oder Ähnlichem versorgt. Mob-Spawning sollten wir trotz allem erstmal ausschalten. Guck mal, an allen leeren Stellen hier spawnen zum Beispiel direkt hier Mobs. Das müssen wir mal gucken, dass wir das alles hinkriegen. Genau das muss jetzt alles beleuchtet werden. Das heißt, wir sollten vielleicht auch uns die Mühe nochmal machen. Hier über, das könntest du mal, wenn du Langeweile hast, oder ich werde das mal machen in der Folge, wo du aufnimmst, hier immer sowas drüber packen. Ja, ist So. sowieso ganz gut. Mit dem schnelleren Eis fliegen die Items natürlich auch weiter, wenn die irgendwo mal eine Stufe runtergehen. Ganz genau. Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt an dieser Stelle schon die Farm, hier die Creeper-Farm vorbereitet. Und was jetzt passiert, ist Folgendes hier. Das möchte ich euch gerne mal zeigen. Die Creeper müssen jetzt an einen ganz speziellen Ort gebracht werden. Und den Ort, den definiere ich jetzt mal einfach hier. Oh, mache ich ein bisschen größer. Wunderbar. Da könntest du mir nachher auch nochmal auf jeden Fall helfen, Janus, wenn du da Ja, da Lust drauf helfe ich dir hast. gleich. Ich spiele gerade einmal noch mit den Sea Lanterns Creeper rum. müssen ja aufgesammelt werden. Dann machen wir Folgendes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die Fläche, auf die die Creeper später gebracht werden. Und wir machen jetzt hier einen großen Pool mit Wasser. Und die werden jetzt hier alle zusammengeschwemmt. Ja, das reicht, so reicht das aus. Der muss nicht so ganz groß sein. Ja, doch, das reicht aus so. Und das Design sorgt dafür, dass definitiv jedes Mal einer aufgesammelt wird. Und sollte keiner aufgesammelt werden. Das ist jetzt leider. Das ist das Problem. Im letzten Part hatten wir das nämlich gebaut gehabt und da hatte ich diese Technik erklärt. Diese Technik, die ich hier gebaut habe, diese weiße Technik, tut nämlich mehrere Dinge. Die scannt, ob ein Creeper hier in dieser Warteposition wartet. Das heißt, ihr seht, es kann Minecart fahren. Wenn das hier reinfährt, fährt das Minecart einfach weiter. Wenn in dem Minecart allerdings jemand drin sitzt, dann bleibt das Minecart stehen hier unten. Sollte Dann stehen bleiben. hätte das Minecart stehen bleiben sollen. Ach so, ich habe das hier gelöscht. Ha, ha. Haha, ha. So. Jetzt aber. Oh, das war ein kleiner Kondensator. So, nochmal, das war gerade falsch. So, jetzt aber. Wenn hier in dem Minecart jemand drin sitzt, dann bleibt das Minecart stehen. Genau, perfekt. Und erst wenn auf der anderen Seite und auf dieser Seite, also auf beiden Seiten, eine Person im Minecart drin ist, erst dann fährt das Minecart weiter und auch nur, wenn diese Kammer frei ist. Das heißt, hier gibt es einen Tester. Das ist dieser Sandblock hier. Wenn der Creeper in dieser Kammer zur Explosion gebracht wird, dann geht der Sandblock hier an dieser Stelle hoch und erst jetzt darf das nächste Minecart reinkommen. Das Prinzip haben wir verstanden, ne? Ja, ich habe es auf jeden Fall verstanden. Also ihr merkt, das ist der Clou dieser Technik hier und deshalb müssen wir jetzt versuchen, die Wege so kurz zu halten. Das heißt, wir brauchen auch keine Clock für das System, weil das Minecart selbst taktet dieses System hier. So, das heißt, das Minecart fährt quasi hier permanent eine Runde, bis es einen Creeper aufgegabelt hat und ein Skelett aufgegabelt hat. Und erst dann werden die beiden in die Explosionskammer geführt oder warten auch dann noch so lange, bis beide vorhanden sind. Das heißt, bis beide in der Position stehen, dann geht's ab in die Explosionskammer. Und bis dahin wird dieses Minecart jetzt die ganze Zeit hin und her fahren und seine Runden drehen. Cool, was? Total. Ich bin begeistert. Wow, man hört's. Begeisterung. Janus, wir müssen dann eventuell das gleiche Kirchlichter bauen. Design, ja, Moment, warte. Das gleiche Design müssen wir hier nochmal anbauen. Für die Skelettfarm. Die wird. Das wird, ach so, genau, das wird auch sein. Aber da werde ich die Items, beziehungsweise die Skelette, das hatten wir schon auch besprochen in den Zwischenepisoden, da werden wir die Skelette von einem Spawner Genau. hochholen. Ist auch etwas, was natürlich in der Minecraft-Welt theoretisch vorkommen kann. Und die werde ich von unten nach oben dann schicken. Also da werden wir einen Mob-Elevator bauen. Ach so, weil sonst hätte ich ganz gerne. Genau, ich würde nämlich jetzt die Bereiche definieren, wo die ganzen Kreaturen hinzukommen haben. Also, das würde ich noch in der heutigen Folge eben machen und dann übergebe ich das Mikro quasi an dich. Also, schau mal her. Das hier ist jetzt der Bereich, wo die Creeper später landen müssen. In diesem Wasserstrom müssen alle Creeper, also in diesem Ja gut, Bassin dann hier. sagen wir, bauen wir hier, bauen wir.
Wo ist die Mitte hiervon, wo du es nachher haben willst? Ja, das ist egal. Das wird jetzt hier zugemacht. So, und so funktioniert das Prinzip quasi. Das Minecart fährt hier unten entlang. Und schaut mal her, wenn jetzt hier Creeper drin sind oder ein Creeper hier ist. Achso, geht jetzt gerade nicht. Hier müssen wir ganz kurz eben wieder auf Easy schalten. So, ihr seht, wenn jetzt hier ein Creeper drin ist, dann geht er da an den Rand. Und sobald ein Minecart kommt, dann nimmt es den Creeper mit auf. Immer auch nur ein Creeper. Und der Creeper wird jetzt hier warten, bis ein Skelett kommt. Und sollte der Creeper despawnen, ist das auch nicht schlimm. Warte, was passiert jetzt, wenn der zweite Creeper kommt? Das ist nicht schlimm, der wartet nur dort. Das Minecart fährt hier immer eine Runde. Achso, du lässt nur einen sozusagen hier drauf. Ich lasse nur einen Minecart auf diesem Schienensystem fahren. Das Minecart fährt dann quasi nochmal eine kleine Runde, holt den nächsten Creeper, wartet, bis die Maschine fertig ist. Und das taktet sich selbst, das System. Keine Redstone Clock vonnöten, das taktet sich durch die Logik selbst. Ja gut, dann würde ich das andere so machen, dass wir einen Mob-Fahrstuhl bauen. Das können wir bei mir gerne zusammen jetzt in der nächsten Episode direkt weitermachen. Pass auf, warte mal, Janus, dann zeigen wir mal, wo die herkommen. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also hier möchte ich gerne die Skelette hinbringen, Skeletons hinbringen. Ja, da können wir es auch von oben eigentlich inzwischen bauen. Das ist relativ egal. Hier drin sind eh keine Spawning-Spots auf den Kakteen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alter, das passt angegossen. Die Problematik mit dem Mob-Spawner fällt mir gerade einmal. Müsste in der Nähe stehen. Der funktioniert ja nur, wenn ein Spieler da ist. Das ist in diesem Fall nicht schlimm. Da können wir auch ein kleines Auge zudrücken. In diesem Fall würde ich intervenieren. Okay, mit welchem Command würdest du es dann umstellen? Es gibt da einen Befehl, mit dem man quasi einstellt, die sogenannte Player Range. Ich kann die Player Ranges einstellen. Die wichtige Sache ist, dass halt alle unsere Farmen, die wir hier vorstellen, nachbaubar sind, ohne Commands und ohne Trickserei. Aber in diesem Fall können wir ein Auge zudrücken, weil natürlich auch eine Skeleton-Farm nachbaubar ist. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das ist ja eigentlich relativ einfach. Dann würde ich Wasser hinsetzen und den Spawner hier drüber setzen und fertig. Genau. Die spawnen die denn im Wasser, die Skeletons? Die spawnen in der Luft, glaube ich auch. Das ist nicht wie bei den Tieren, die brauchen kein Gras. Das müssen wir müsstest du bloß den Command raussuchen, der passend für den ist. Dann machen wir das. So, und dann haben wir das System hier fertig. Haben wir natürlich müssen wir hier ein bisschen aufpassen mit dem Glowstone. Das Glas müssten wir einmal ersetzen durch solide Blöcke, dass halt kein Licht da ist. Janus, dann würde ich mich darum kümmern. Dann hätte ich eine schöne Idee für dich. Und zwar, und eines der einfachsten Farmen aller Zeit, aber trotzdem einer, wo man viel falsch machen kann. Deshalb würde ich dich ganz gerne damit quasi beauftragen. Hier unten, direkt darunter, wenn du mal hier zu mir hinkommst. Gerade. Oh. Gut, dass da kein Redstone war. Warte, ich bin gleich hier fertig. Das hier auch fertig, so, ja. So, hier unten, wenn du mal runterkommst, stopp, genau, ein bisschen tiefer, siehst du mich? Da. Ja. Hier müsste irgendwie eine Cobblestone-Maschine rein. Kennst du ein schönes Design dafür? Vor allen Dingen, die so irgendwie auf zwei Blöcken eine macht, dass man hier sofort mitarbeiten kann? Wollen wir die zusammen im nächsten Part entwerfen? Bisschen höher. Ja, können wir gerne machen. Wo bist du gerade? Bin ich unsichtbar? Nee, alles gut. Da. Also hier irgendwie, das wird dann hier reingedrückt und dann über die vier Kolben von beiden Seiten reindrücken. Können wir auch von beiden Seiten. Das wäre jetzt, wisst ihr was, liebe Leute? Also wenn ihr das sehen möchtet, geht ihr jetzt in die nächste Folge von Janus und an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao. Ciao, ciao.